Selten wurde in der Medienbranche so ein Riesenhype um eine Buchveröffentlichung gemacht. Es geht um dieses Werk hier, mit dem wir uns heute beim Medienmagazin ZAPP genauer beschäftigen wollen. Schön, dass Sie dabei sind. Noch wach heißt der Titel von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und gucken Sie mal, welche Promis alles auf Social Media Werbung für das Buch gemacht haben. Ich könnte die Geschichten erzählen. Jetzt wird's schmutzig. Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern. Er sagt, sie sagen besser nichts. Kulturwandel? Noch wach? Der Neuroman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Der Titel Noch wach? Genauso lautet angeblich auch eine SMS von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt an eine seiner Mitarbeiterinnen, mit der er eine Affäre gehabt haben soll. Wie wir heute wissen, hatte Reichelt davon zahlreiche in der Bild-Redaktion, was ihn schließlich zu Fall brachte. Nun fragen sich aber viele, inspirierte dieser Skandal Benjamin von Stuckrad-Barre für den Plot seines Romans? In der Geschichte geht es schließlich eben darum, ein MeToo-Skandal in einem großen Medienhaus. Ich lese Ihnen mal ein Beispiel vor, erzählt aus der Perspektive einer Volontärin. Also, du kannst dem ja als kleine Angestellte auch nicht die harte Abfuhr geben, die du ihm im Nachtleben vielleicht geben würdest, wenn er einfach nur irgendein Dude wäre. Er ist ja der Chef. Und das ist eben der Machtmissbrauch. Das Buch ist voll von solchen Parallelen zu den Vorwürfen gegen Reichelt und dem Springer-Konzern allgemein. Dem Verlag und dessen Chef Matthias Döpfner hat der Buchautor Benjamin von Stuckrad-Barre lange sehr nah gestanden. Kim Mauch. Leute, ein bisschen sehen. Genau, schön. Und dann lese ich so und mache so Kram und dann jetzt aber auch spät geworden, die letzte Bahn fährt. Und dann Benjamin von Stuckrad-Barre, heute Abend beim Soundcheck zu seiner Lesung im Berliner Ensemble. Wir haben uns mit ihm für ein kurzes Interview verabredet. Wie viel Springer steckt denn nun in seinem Roman? Wirklich, das ist nicht, auch nicht verklausuliert. Meine Geschichte bei Springer, jetzt aber in dem Fernsehsender Knickknack. Dr. Döpfner heißt der Freund Knickknack. Das ist so nicht, ne? Die literarische Form gibt ihm Freiheit. Wenn er seine Romanfiguren jetzt mit realen Personen verknüpft, handelt er sich nur juristischen Ärger ein. Im Februar hatte der Verlag den Roman angekündigt. Ein fiktionales Werk. Und trotzdem begannen viele Medien zu spekulieren. Könnte das etwas mit den Vorwürfen um Machtmissbrauch gegen Julian Reichelt zu tun haben? Das dürfte auch daran liegen, welche Beziehung der Autor Stuckrad-Barre tatsächlich zum Springer Verlag hatte. Er hat schon immer im Konzern eine Rolle gespielt, war dem Springer-Konzern eng miteinander verbunden und er gehörte dann schließlich mit zu diesem kleinen Kreis von Leuten, die Hinweise darauf gegeben haben, dass es ein Fehlverhalten von Julian Reichelt geben könnte, ein persönliches Fehlverhalten, auch nicht locker gelassen haben. Und Benjamin von Stuckrad-Barre zählt halt zu den Schlüsselfiguren, Schlüsselfiguren, die auch im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass entsprechende Belege oder Hinweise auch gesammelt werden. Stuckrad-Barre ist Journalist und Buchautor. Freunde und Bekannte nennen ihn liebevoll Stucki. Und Buddy Udo Lindenberg, Stucki-Mann. Er ist vor allem durch seine Bücher Soloalbum und Panikherz bekannt. Vor einigen Jahren hatte er sogar mal eine eigene Late-Night-Show. Von 2008 bis 2018 war er Autor für Axel Springer, schreibt zum Beispiel für BZ und Welt. Er freundet sich mit Springer-Chef Matthias Döpfner an, wird sogar Taufpate seines Sohns und schreibt 2012 für Döpfner eine launige Revue zum 100. Geburtstag von Axel Springer als besonderes Geschenk für dessen Witwe Friede. Nur was Bildchef Julian Reichelt angeht, sind Döpfner und Stuckrad-Barre laut Medieninsider nicht einer Meinung. Vor allem, was den Umgang mit Frauen angeht. Im Interview mit dem Spiegel sagt Stuckrad-Barre heute: Ich habe mich darum nicht beworben, ich habe danach nicht gesucht. Frauen aus dem Springer Verlag begannen mich anzurufen und machen es bis zum heutigen Tag. Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen, warum sie sich bisher nicht geäußert haben, was sie denn machen sollen. Die Berichte der Frauen finden ihren Weg. Zuerst berichtet der Spiegel unter dem plakativen Titel Vögeln, Fördern, Feuern über sexuelle Affären und mutmaßlichen Machtmissbrauch von Bildchef Julian Reichelt. Bei Springer will man die Vorwürfe prüfen. Julian Reichelt wird auf eigenen Wunsch vorübergehend freigestellt. Er bestreitet bis heute die Vorwürfe.
Auf einer Mitarbeiterversammlung spricht Döpfner von Hintermännern, die es darauf angelegt hätten, Reichel zu stürzen. Er nennt den Namen Stuckrad Barre, aber was hat der damit zu tun? Ich bin dort missbraucht worden als Hintermann-Phantom. Ja, dass ich das irgendwie eine Kampagne, ich weiß jetzt gar nicht, warum. Mich interessiert der Springer Verlag nicht, die Bild-Zeitung interessiert mich nicht, haben nie für die gearbeitet. Aber wenn sich Menschen bei einem melden und sagen, kannst du mir bitte helfen, und denen geschieht Unrecht, dann ist man einfach kein Arschloch. Reichel kehrt zunächst auf seinen Posten zurück. Aber am 17. Oktober 2021 berichtet die New York Times über die Affäre. Schon wieder findet der Name Stuckrad Barre Erwähnung. Diesmal als Empfänger einer SMS von Matthias Döpfner, in der dieser Reichelt als letzten Journalisten beschreibt, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Döpfner behauptet später, das war ironisch gemeint. Am nächsten Tag wird Reichelt gefeuert. Juliane Löffler recherchiert damals für den Ippen Verlag zu der Affäre. Sie hat persönlichen Kontakt zu mehreren Frauen, die angeben, dass sie mit Reichelt Affären hatten. Trotzdem kann sie ihre Geschichten nie in Gänze erzählen. Also es ist naturgemäß bei jeder Recherche, die ich mache, so, dass es viele Details gibt, die ich kenne, die ich nicht veröffentliche. Das betrifft manchmal auch Details, von denen man entscheidet, dass sie eben tatsächlich dann zu privat sind, um sie zu veröffentlichen und eben nicht von öffentlichem Interesse. Und das sind aber auch oft Vorwürfe, die ich durchaus für glaubwürdig halte, aber wo ich einfach sage, die Beleglage ist nicht da. An solche Beschränkungen ist die Literatur nicht gebunden. Ich kann diesen Fall nicht auflösen und für den irgendeine Gerechtigkeit sorgen. Das will ich auch nicht. Aber Literatur kann dann was, weil sie andere Mittel hat und anders argumentiert und anders erzählen kann und muss als Journalismus, der ja Objektivität verlangt. Und die Subjektivität der Kunst kann das beschreiben, wie das ist. Eine Fiktion, so Stuckrad Barre, kann wahrer sein als die Wirklichkeit. Anton Reiner vom Spiegel beobachtet die Entwicklungen bei Springer und jetzt ist er bei uns. Guten Abend. Guten Abend. Wie bewerten Sie denn jetzt die Rolle dieses Romans? Ist das alles nur ein großer Hype oder kann er tatsächlich die Aufklärung um die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Hause Springer vorantreiben? Also die Aufklärung kann er sicher nicht vorantreiben, was vor allem daran liegt, dass er kein Journalismus ist. Dieses Buch ist ein Roman und es ist Belletristik. Und zwar ist es nicht nur deshalb so, weil der Verlag das behauptet, weil das quasi aus juristischer Sicht irgendwie angeraten ist, da nicht zu behaupten, man würde über echte Personen schreiben, sondern weil der Autor da Freiheiten hat, die ein Journalist nicht hat. Er kann Dinge dazu erfinden, er kann Orte verlegen, Personen vermischen. Das können wir im Journalismus nicht und das ist auch ehrlicherweise gut so. Welche Rolle spielt denn Benjamin von Stuckrad Barre jetzt? Wie ordnen Sie die ein? Also Benjamin von Stuckrad Barre hat in erster Linie einen Hype ausgelöst, der für Berichterstattung gesorgt hat. Aus dem Grund, dass viele Leute bei Springer und in anderen Medien jetzt vielleicht die Gelegenheit gesehen haben, in diesem Umfeld vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, als man es sonst bekommen würde. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade jetzt viele Recherchen herauskommen, weil auch jetzt viele Quellen eher sprechen, weil sie glauben, ihre Aussagen könnten jetzt für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und aus ganz faktischer Sicht war er natürlich Beteiligter in diesem ganzen Compliance-Thema rund um Julian Reichelt. Nicht nur Julian Reichelt selbst, sondern auch Matthias Döpfner hat das angedeutet, dass Stuckrad Barre ein Drahtzieher gewesen wäre, ein Hintermann, was immer das bedeuten mag. Tatsächlich war er eine Person, an die sich einige Frauen gewandt haben, aber längst nicht alle. Sie haben es eben erwähnt, rund um die Veröffentlichung haben sich andere Medien sozusagen drangehangen. Es sind neue Details an die Öffentlichkeit gekommen, vor allen Dingen rund um Matthias Döpfner, den Springer-Chef. Es ging um veröffentlichte Chatnachrichten, private Nachrichten von Döpfner und die haben für große Empörung gesorgt. Und viele fragen sich jetzt, wie tickt der Mann, der diesen mächtigen Medienkonzern Springer leitet? Caroline Schmidt. Axel Springer Verlagschef. Springer Konzernchef Matthias Döpfner prangt gerade überall. Und vor allem liest man ihn auch überall.
Free West, Fuck the Intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Umweltpolitik. Ich bin sehr für den Klimawandel. Die Zahlen irritieren selbst JournalistInnen, die sich lange mit Springer auseinandersetzen. Wie Marvin Schade. Die Tonalität hat stark überrascht, würde ich sagen. Und das ist eine Tonalität, die hört man auf der Straße, aber die hört man eigentlich nicht unbedingt in Verlagen und schon gar nicht auf Vorstandsetagen und bestimmt nicht in intellektuellen Kreisen, in denen sich Matthias Döpfner eigentlich gerne bewegt. So kannte man ihn bislang nicht. Öffentlich gab Döpfner gerne den Intellektuellen, den Schöngeist, den Musikliebhaber. In diesem Interview wirkt er geradezu weise. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Musikwissenschaftsstudium für mich ein gutes Rüstzeug war. Ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Einfach die Tatsache, dass ich die Sprache der Kreativen spreche, ist, glaube ich, beim Führen eines Medienunternehmens ein echter Vorteil. Und diese Art von Musikalität habe ich auf jeden Fall gelernt während meines Studiums. Ein richtiger Intellektueller. Dieses Image kennt auch Holger Stark, Investigativchef der Zeit. Er hat die internen Chatnachrichten veröffentlicht. Es gibt ganz erkennbar mehrere Facetten von Matthias Döpfner. Es gibt den Kunstsammler, den Feingeist, den Ästhet. Und dann gibt es aber auch den offenkundigen politischen Aktivisten, dem es nicht reicht, guten Journalismus zu betreiben oder eine Zeitung zu publizieren, sondern der ganz erkennbar Politik mitgestalten will, sich einmischen möchte. Döpfner hat sich öffentlich für die Diffamierungen entschuldigt, die in ganz privaten Chats gefallen seien und daher aus Sicht einiger hier im Konzern von den Zeitjournalisten überhaupt nicht hätten veröffentlicht werden dürfen. Private Nachrichten haben wir nicht veröffentlicht. Wir haben veröffentlicht Nachrichten, die dienstliche Kommunikation in ihrem Kern betreffen und die von großem öffentlichen Interesse sind, weil sie Auskunft darüber geben, wie Matthias Döpfner die Bild-Zeitung geführt hat, wie er in der Reichelt-Affäre agiert hat, mit welchem Weltbild er seinen leitenden Angestellten Anweisungen gegeben hat. Die Nachrichten erlauben einen Einblick in die Art, wie Döpfner offenbar auf seine Medien einwirkt. Auch hier gibt es zwei Seiten. Öffentlich vertritt er verlegerische Ideale. Wir Medien sind Chronisten, Zeitzeugen der Realität, nicht Missionare eines bestimmten Weltbildes. Aktivismus ist das Gegenteil von Journalismus, auch wenn es um eine gute Absicht geht. Im Verhaltenskodex von Springer steht: Die Geschäftsleitung überlässt journalistische Entscheidungen allein der Redaktion und mischt sich in diese nicht ein. Vorbildlich. In der Theorie. In der Praxis seiner Chatnachrichten klingt Döpfner dagegen so. Please, stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt. Eine Grenzüberschreitung. Ein Verleger darf die Blattlinie vorgeben und er darf den Rahmen sozusagen setzen. Man darf nicht vergessen, dass Zeitungen Tendenzbetriebe sind und dementsprechend auch Zeitungen eine politische Färbung haben. Und das ist okay, die Bild-Zeitung oder die Springer-Medien können einen liberalen Charakter haben, sie können auch einen konservativen Charakter haben, aber direkte Ansagen, eine Partei zu fördern oder auch zu verhindern, darf weder von einem Verleger kommen, noch von einem Chefredakteur an seiner Redaktion. Döpfner selbst erwidert öffentlich dazu, die Freiheit der Redaktion stehe für ihn an erster Stelle. Die Investigativjournalistin Juliane Löffler, die sich intensiv mit Springer beschäftigt hat, findet diese Aussage nicht glaubwürdig. Ich denke, was man sich klar machen muss, ist, dass wenn ein Geschäftsteilhaber und ein Verlagsvorsitzender solche Nachrichten schickt an Personen, die Angestellte sind in diesem Unternehmen, dass sie sich naturgemäß in einem massiven Machtgefälle befinden, in dem man nicht sagen kann, ich habe es nicht so gemeint oder das ist ja nur ein Hinweis und letztlich gilt die redaktionelle Freiheit. Die Botschaften von Matthias Döpfner an seine leitenden Angestellten sind fast überwiegend befolgt worden. Die Kommunikation dokumentiert, dass es in relativ seltenen Fällen Widerspruch gegeben hat. Laut Zeit fordert Döpfner die Redaktion ab August 2021 auf, die FDP im Wahlkampf zu unterstützen. Unsere Hoffnung ist die FDP. Kann man noch mehr für die FDP machen? In der Bild erscheinen nun diese Artikel. Und bei Bild TV ein anbiederndes XXL-Interview mit FDP-Mann Kubicki.
Ich sitze im Lieblingslokal von Wolfgang Kubicki, dem FDP-Vizechef. Wir haben Wein dabei, Herr Kubicki. Deswegen schenke ich Ihnen auch direkt ein Glas ein. Wir wollen sozusagen das machen, was Sie normalerweise hier auch tun würden in Strande. Ich schenke ein. Springer weist jede redaktionelle Einflussnahme durch Döpfner zurück. Der ist seit 20 Jahren an der Konzernspitze. Das liegt an dieser Frau, Frieda Springer, Witwe des Firmenpatriarchen. 2020 kürt sie ihn zu ihrem Nachfolger, was sie öffentlich stolz verkündet. Matthias, du wirst mein Nachfolger und ich fühle mich dabei sehr wohl. Es wird eine gute Zeit. Ja. Prima. Wir schaffen das, Matthias. Ja, klar. Ja. Döpfner bekommt von ihr Aktien im Wert von rund 1 Milliarde geschenkt. Ihm gehört jetzt mehr als ein Fünftel des Konzerns. Außerdem bekommt er Friede Springers gesamte Stimmrechte im Aufsichtsrat. Er ist jetzt sozusagen allmächtig. Sein bester Mann? Bildchef Julian Reichelt. Er schasst ihn erst, als die New York Times die Vorwürfe einiger Mitarbeiterinnen gegen Reichelt in Amerika bekannt macht. Die Story hat das Potenzial, uns in USA zu killen. Mein Boardseat bei Netflix werde ich als erstes verlieren. Amerika ist wichtig für Döpfner. Zwei dortige Investmentfonds halten fast die Hälfte von Springer. KKR und der kanadische Rentenfonds CPPIB. Döpfner will mit ihrer Hilfe den größten Medienkonzern der Welt aufbauen. Öffentlich äußerten die Fonds sich damals nicht zum Skandal. Und auch heute nehmen sie beide nicht Stellung. Nur die neue Chefredakteurin Marion Horn hat sich zu Wort gemeldet. Ich lasse mir von niemandem sagen, was Bild zu schreiben hat. Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef. Ärger, Empörung, Wut. Das äußern hier viele in den Redaktionen. Aber werden sie ihrem allmächtigen Konzernchef Grenzen ziehen? Wie sehen Sie das, Anton Reiner? Wer kann dem mächtigen Matthias Döpfner überhaupt Grenzen setzen? Also ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gäbe, ihm Grenzen zu setzen. Allmächtig ist er nicht, er ist noch nicht Gott. Wer weiß, was da noch kommt. Aber es gibt andere Investoren, ihm gehört nicht der ganze Konzern. Auch Friede Springer ist noch aktiv. Sie hat sich ja auch in den SMS zu Wort gemeldet, die veröffentlicht wurden. Tatsache ist, dass es bis jetzt nicht passiert ist. Das waren nicht die ersten SMS, die rausgekommen sind. Das waren nicht die ersten Skandale im Springer-Konzern unter Döpfners Führung. Und trotzdem hat weder KKA noch der kanadische Pensionsfonds noch Friede Springer irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen. Das heißt also, ich wäre skeptisch zu glauben, dass es jetzt anders sein wird. Die Zeitrecherche war ja nicht die einzige Recherche. Das Reschke-Fernsehen hat vor einiger Zeit auch Döpfners Rolle bei den Missbrauchswürfen gegen Reichelt beleuchtet. Sie haben gestern in der Causa Döpfner nachgelegt, der Stern heute. Und es gibt neuerdings einen Podcast, der das System Springer beleuchtet. Haben Sie da Drähte in die Redaktion oder ins Haus? Wie wird das dort bewertet? Also wie nimmt das die Belegschaft auf? Und begehren die jetzt gegen ihren obersten Chef auf oder wenden die sich gegen ihren Chef? Wie ist die Stimmung? Also die Stimmung in der Redaktion, und wir haben da mit sehr vielen Leuten gesprochen, ist tatsächlich in dieser Sache nicht besonders gut. Viele Leute waren sehr irritiert und verärgert über die Tonalität dieser Nachrichten, auch über die vor allem die Beeinflussung in die Redaktion, was die FDP angeht. Und das hat auch historische Gründe. Wir haben gestern aufgedeckt, dass Matthias Döpfner sich für die Einstellung von Franka Lehfeld eingesetzt haben soll, also die Journalistin und Ehefrau von Christian Lindner. Auch damals gab es Widerstand aus der Redaktion. Der Form halber Springer dementiert, dass Döpfner das gemacht hat. Unsere Recherchen sagen was anderes. Dennoch ist es nicht so, dass das einfach hingenommen wird. Allerdings ist die Redaktion natürlich beschränkt. Was soll sie machen, außer Briefe schreiben? Der Redaktion gehört der Laden nicht. Inwiefern können Sie denn jetzt erkennen, dass ein Kulturwandel langfristig überhaupt möglich ist? Sehen Sie irgendwelche Anzeichen? Also Springer hat immer wieder behauptet, ein Kulturwandel sei quasi ständig in Umsetzung. Immer wieder hat sich Döpfner nach außen geäußert. Die Konzernkommunikation hat gesagt, wir haben längst diesen Kulturwandel abgeschlossen oder sind mittendrin. Das Problem bei solchen Prozessen ist immer, sie sind nur so gut wie der Mann, der sie anordnet. Oder die Frau. Entschuldigung, oder die Frau, in dem Moment auch Friede Springer natürlich. Und solange Matthias Döpfner intern nicht als großer Verwandler, als großer
Kulturwandler auftritt, sondern als der Mann, der zwar rhetorisch was ankündigt, aber es dann faktisch nicht umsetzt, so lange wird auch im Laden nichts passieren. Die Order muss schon von oben kommen. Das heißt, glauben Sie, wird uns die Affäre Springer noch ein bisschen länger begleiten? Auf jeden Fall. Ich tue mir mit Prognosen immer schwer. In diesem Konzern muss man immer mit dem Unmöglichen rechnen. Deswegen möchte ich da ehrlicherweise nicht Hellseher spielen. Ich glaube, wir werden uns mit Springer schon allein aufgrund der Bedeutung des Konzerns noch lange beschäftigen. Das werden Sie in jedem Fall tun, wir von ZAPP auch. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Danke. Anderes Thema. Gucken Sie mal hier. Die Journalistin Linda Zervakis interviewt Bundeskanzler Scholz auf einer Veranstaltung letzten Sommer in Berlin. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Pikant wird die Sache aber vor dem Hintergrund einer Taz-Recherche. Zervakis wurde demnach vom Bundeskanzleramt beauftragt, das Interview zu führen. Können Journalistinnen und Journalisten denn noch unabhängig berichten, wenn sie im Auftrag der Regierung Jobs annehmen und damit nebenbei noch gutes Geld verdienen? Mein ZAPP-Kollege Daniel Bröckerhoff hat auch solche Jobs gemacht. Was er von der Debatte hält, erzählt er jetzt. Hi, mein Name ist Daniel Bröckerhoff. Ich bin Journalist, ich bin Nachrichtenmoderator im NDR Fernsehen und ich habe mich von der Regierung bezahlen lassen. Ich bin also angeblich ein gekaufter Journalist. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt oder wie euch manche das glauben lassen wollen. Würden Sie sich kritisch über Leute äußern, die Ihnen für ein paar Stunden Arbeit mehr als ein ganzes Monatsgehalt zahlen? Nein, natürlich würden Sie das nicht tun. Ja, nee, also mich hat niemand dafür bezahlt, dass ich im NDR erzähle, wie großartig Olaf Scholz die Klimakatastrophe bekämpft. Stattdessen habe ich das getan, was ich beruflich halt so tue. Ich habe Leute anmoderiert, ich habe Diskussionsrunden geleitet und dabei kritische Fragen gestellt. Nur habe ich das halt auf einer Veranstaltung des Bundesumweltministeriums getan. Und damit bin ich nicht der Einzige. Es gibt eine ganze Liste voller Kolleginnen und Kollegen, die das auch gemacht haben. Und gerade uns öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Moderatorinnen wird jetzt vorgeworfen, wir hätten unsere journalistische Unabhängigkeit so verkauft. Im Januar, da hat die Taz herausgefunden, dass Ex-Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis für ihr Interview auf der Republika 2022 mit Olaf Scholz, Bundeskanzler, Geld bekommen hat. Und zwar vom Bundeskanzleramt direkt. Es hat hier tatsächlich noch nie ein Bundeskanzler gesprochen. Das ist absolut neu. Das war ein Riesenaufreger und noch am selben Tag hat dann die AfD-Bundestagsfraktion eine kleine Anfrage gestellt. Die Bundesregierung hat dann geantwortet am 1. März und hat eine Liste geliefert, nämlich die Drucksache 20-5822. Auf der Liste standen dann in einer ersten Fassung rund 200 Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt zahlte die Bundesregierung laut dieser ersten Liste von 2018 bis Anfang 2023 rund 1,47 Millionen Euro an 197 Journalistinnen und Journalisten. Einer, der das Ganze ziemlich kritisch betrachtet, ist der Hamburger Journalismusprofessor Volker Lilienthal. Und deswegen habe ich mich mit dem hier an der Uni verabredet. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Hat Sie diese Liste überrascht? Ja, im quantitativen Ausmaß 200 Journalistinnen und auch ein gutes durchschnittliches Bezahlungsniveau. Das insgesamt hat mich schon überrascht, ja. Kann es nicht auch sein, dass man diesen Auftrag macht und trotzdem aber in der Lage ist, über den oder die Ministerin einen Tag später kritisch zu berichten? Und für mich ist letztentscheidend der Eindruck beim Publikum. Wir leben in einer Zeit, wo gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark in Zweifel gezogen wird, wo es relativ große politische Milieus gibt, die ernsthaft glauben, Fernsehjournalistinnen von ARD und ZDF bekämen täglich Tagesbefehle aus Ministerien oder gerade vom Bundeskanzler. Das sind natürlich absurde Vorstellungen, aber ich finde, eine verantwortliche Berufsausübung bedeutet auch, diese Umfeldkontextfaktoren zu kennen und das eigene Verhalten danach auszurichten. Also absolut tadellos zu sein. Und diesen Leuten, die glauben, ihr seid staatshörig, gar kein Futter zu liefern. Damit kommen wir jetzt zu einer Vielzahl von Problemen, die sich mit dieser Liste auftun, wenn man die sich mal genauer anschaut. Erstes Problem, die Liste ist lückenhaft. Wir haben gleich mehrere Beispiele gefunden, meins inklusive, wo Kolleginnen für den Staat oder für Ministerien Veranstaltungen moderiert haben, die aber gar nicht auf der Liste draufstehen.
Zweites Problem, die Liste enthält Aufträge, für die höchstwahrscheinlich überhaupt kein Honorar geflossen ist. Beispiel Anne Gellinek. Die hat am 29.08.2022 eine Gesprächsrunde moderiert zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auf unsere Anfrage hat Gellinek dann geschrieben, ich nehme prinzipiell kein Honorar und das war bei dieser Diskussion genauso. Problem Nummer 3, es ist aus der Liste überhaupt nicht ersichtlich, wer jetzt wie viel verdient hat, denn die Liste gibt nur Gesamtsummen der einzelnen Ministerien heraus. Außerdem unterscheidet diese Liste überhaupt nicht danach, welche Art von journalistischer Arbeit der oder diejenige jetzt eigentlich macht. Da steht ein Johannes B. Kerner neben einer Linda Zerbakis. Johannes B. Kerner ist ja Unterhaltungsmoderator, der hat mit Politik eigentlich überhaupt gar nichts am Hut. Linda Zerbakis war eine der bekanntesten Tagesschausprecherinnen, also ein Gesicht der größten und bekanntesten deutschen Nachrichtensendung im Fernsehen. Und jetzt moderiert sie eine, naja, mehr oder weniger politische Sendung bei ProSieben. Wenn ihr jetzt Nähe zum Bundeskanzler vorgeworfen wird, dann ist das in meinen Augen schon ein bisschen was anderes, als wenn es sich dabei um Johannes B. Kerner handelt. So, und damit kommen wir jetzt zu mir und meinem Regierungsauftrag. Konkret geht es um die Veranstaltung 50 Jahre Umweltprogramm. Die habe ich am 22. Juni 2021 für das Bundesumweltministerium in Berlin moderiert. Bekommen habe ich dafür 5.800 Euro brutto und die Umsatzsteuer kam noch oben drauf. Die Veranstaltung selber bestand aus einer Rede der damaligen SPD-Ministerin Svenja Schulze und dann zwei Diskussionsrunden mit unterschiedlichen Teilnehmern, die ich dann geleitet habe. Ich habe das Ganze vorher dem ZDF vorgelegt, wo ich zu der Zeit moderiert habe. Und in dem Fall haben sie gesagt, ja, kannst du machen. Rein rechtlich können mir die Sender überhaupt nicht verbieten, solche Aufträge anzunehmen. Denn ich bin bei denen nur freier Mitarbeiter. Das Problem scheint nur zu sein, jeder und jede zieht da seine Grenze oder ihre Grenze sehr, sehr subjektiv. Nicht nur die einzelnen Mitarbeitenden, sondern offenbar ja auch die Häuser. Und das kann dann in ziemlich ungünstigen Konstellationen enden. So wie bei Judith Rakers zum Beispiel. 2017 hat sie als Moderatorin die Verleihung des Umweltpreises der Deutschen Bundesstiftung Umwelt moderiert. Und am Abend desselben Tages, um 20 Uhr in der Tagesschau, hat sie als Sprecherin diese Preisverleihung verkündet. Der Deutsche Umweltpreis wurde geschaffen, um vorbildliches und nachhaltiges Engagement im Umweltschutz zu fördern. Das ist, sorry, ein echtes No-Go. Da hätte es bei irgendjemandem Klick machen müssen. Den Kollegen von übermedien.de ist das als erstes aufgefallen. Und wir haben deswegen den NDR, der die Tagesschau produziert, gefragt, wie es dazu gekommen ist. Und die haben uns Folgendes gesagt. Der Eindruck, der hier entstanden ist, ist unglücklich. Frau Rakers hatte keinen Einfluss auf die Auswahl des Themas. Dass dies für Außenstehende im Zweifel nicht klar erkennbar ist, ärgert uns. Wenn jetzt aber gerade Nachrichtenmoderatorinnen und Journalistinnen das Vertrauen in die Unabhängigkeit ihrer Berichterstattung mit solchen Jobs gefährden, dann kann man schon fragen, warum machen die das überhaupt? Fast niemand, der sein Gesicht in die Kamera hält, der oder die ein Mikrofon hält oder einen Beitrag macht, ist festangestellt. Wir werden pro moderierter Sendung bezahlt oder pro produzierter Sendeminute oder auch mal pro Arbeitstag. Aber wenn wir nicht arbeiten können, dann gibt es auch kein Geld. Das heißt aber auch, man kann uns von einem Tag auf den anderen vor die Tür setzen und sagen, danke, tschüss, das war's. Und weil die Sender wissen, dass das eigentlich totaler Bockmist ist, erzählen die uns die ganze Zeit, ey, bitte baut euch noch ein zweites Standbein auf. Aber achtet dabei bitte immer auf mögliche Interessenskonflikte. So sehr ich als Beitragszahler und als kritischer Journalist verstehe, dass das wichtig ist und auch dahinter stehe, sehe ich hier vor allem ein systematisches Problem. Denn ich soll in meiner Arbeit unabhängig sein, aber ich bekomme dafür im Gegenzug vom NDR relativ wenig Sicherheiten. Das ist, sorry, paradox und finde ich nicht besonders fair. Und die Langfassung des Stückes finden Sie unter ZAPP auch in der ARD-Mediathek. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Einige bleiben vielleicht ja noch wach, ob nun mit Buch oder weiter hier im Programm.